Moin Moin und herzlich willkommen zu Let's Play World of Tanks mit mir, dem Kittel. Und ja, gestern mussten wir leider nochmal kurz hier unterbrechen, weil ich glaube, ich muss Dienstag nochmal irgendwie einen LP-freien Tag einlegen auf Dauer. Denn da habe ich echt lange Schule und danach ja auch noch mehr zu tun. Das heißt, um 9 Uhr bin ich etwa zu Hause und dann macht es einfach keinen Sinn mehr, dann auch noch aufzunehmen und so weiter. Insofern, ja, tut mir leid, aber das ist einfach nichts mehr geworden. Und ich glaube auch, es ist besser, wenn wir das in Zukunft auch einführen, dass am Dienstag dann auch heute mal nichts kommt. Dann haben wir gestern, kann man ja noch mal ein bisschen ausfallen, kann ich einfach noch einen Kommentar dann schreiben irgendwie mit irgendwelchen tollen Informationen drin. Und ja, ich dachte, so kann man das dann vielleicht handhaben. Aber Dienstag auch noch LP dann. Da hab ich schon genug zu tun. Tut mir leid, Leute. Das ist nun mal so. Diejenigen, die ja auch in der Oberstufe sind, wissen, wie viel man dann teilweise zu tun hat. Und da ist dann nun mal manchmal nicht auch noch Zeit für sowas. Denn Schule geht nun mal leider vorm Let's Playen. Wäre saugeil, wenn es andersrum wäre, aber dafür müsste man mit dem Let's Playen schon ganz gut Geld verdienen. Und davon bin ich natürlich noch weit entfernt. Aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt machen wollen würde. Wir können lieber mal mit dem Typ 59 ein bisschen Geld verdienen. Millionen haben wir ja schon etwa. Und naja, IS-7, wie gesagt, ich brauche noch 70.000 oder so um den Dreh vom IS-8 auf den IS-7. Und ja, kostet 6 Millionen, nicht? Also noch viel Bedarf, der gedeckt werden will. So, wir, genau, Lakeville war das. Stimmt, sieht man auch auf der Minimap hier schon. Ja, wir sind auf Lakeville gelandet, okay. Wunderbar. Schauen wir mal, was wir hinbekommen. Und wir fahren dann, denke ich mal, in die Stadt, nicht? Legen wir los! Mensch, warum sind die FPS so nieder? So nieder, genau. So niedrig. Voll die Sprachstörung hier. Kommt davon, wenn man vor so viel klebrigen Süßkram ist ja erstmal gerade ein hammergeiles Nutella-Brötchen reingezogen. Lecker, lecker, aber verklebt im ganzen Mund, ey. Kann man gar nicht mehr reden, ja? Kann nicht mehr richtig sprechen, kann gar nicht richtig artikulieren. Oh, schönes Wort, artikulieren. Stellen wir uns mal hier in die Ecke. Und schauen, wann unsere Opfer kommen, ja? Der hat Schiss. Hätte ich an seiner Stelle auch. Tiger weiß noch nicht so genau. Oh, scheiße. Ob das die richtige Entscheidung ist. Aber ich denke schon. Wird sich für ihn lohnen. Ne, es kann er mir gleich eindrücken. Aber gut. Können jetzt ja auch aufhören zu cappen und dann bin ich in Deckung gehen, nicht? Ja, dann läuft da gar nichts, ey. Nup, nup. Der ging voll durch ihre Panzerung. Oh ja, kommen wir her. Los, wo bleibst du? Ich will, dass du hervorkommst, Alter. Ja? Ja!
Bäm! Und gleich noch einer. Scheiße. Okay. Aber macht nichts. Wir haben ja schon über 800 gedrückt. Da darf uns auch mal einziehen. Ja, wir wollen ja nicht so fies sein zu unseren armen Gegnern. Scheiße. Kacke, ey. Spieß umdrehen soll er nun aber auch nicht. Wo auch immer der mal hinschießt, gefällt mir nicht. So, Schluss. What the shit? Warum ist da ein verfickter Type hinter mir? The Type 59. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Kacke, der macht mich tot. Oh, Scheiße. Jetzt macht mich die KV-3 gleich tot. Ja, ist doch Scheiße! Alter, was sind denn das für eine krasse Mongos? Ah, wieso lassen sie den hinten durch? Das ist eine Scheiße, ey. Ah, ups. Los, jetzt macht sie fertig. Mein scheiß Typ weg, ey. Der ist OP, ey. Oh mein Gott, was nachgucken hier? Eine Hellcat, ey. Geht doch. Eine Hellcat werden wir wohl noch platt machen können. Gut, jetzt noch die Leute da weg. Bringen wir mal dahin. Ah, haha, der T-34 bekommt ordentlich an die Seite. Sehr schön, so gefällt uns das. Alter, schießen sie aber alle daneben, ey. Bam! Und weg den Dreck. Wunderbar. Gut. Ja. Naja. Ist, finde ich, in Ordnung. 26,5K. Dazu, oh, wir haben jetzt 1,1 Millionen immerhin schon mal. Das war doch was. Und vor allem, wir haben gewonnen, ja. Die letzten Tage waren ja mir immer schlimm, fand ich. Das war immer nicht so schön, fand ich. Das war irgendwie immer verloren, fand. Das hat mir nicht gefallen, ja.
Das ist eigentlich ganz schön, dass man jetzt mal wieder ordentlich spielen kann. So, aber was haben wir nochmal? Ich denke, wir nehmen uns nochmal den 3001. Wenn wir denn die Werkzeugkiste da drauf hätten. Denn da wollen wir ja ordentlich weiterkommen auch hier. Hey, 17k haben wir ja schon. Das gefällt mir. Na gut. Haben wir bald die Hälfte. Bis zum 3002. Klippe, okay. Das witzige Hintergrundgeräusch hier war übrigens mein Trinken, was ich mir eingeschenkt habe, ja. Meinen Schluck her genehmigen. Na gut, der achte Match ist ja nicht so optimal für uns, aber ja. Pech. Muss uns recht sein, ja. Das Leben ist hart. Ungerecht und fies. Schlagen wir zurück. Attacke. Cromwell. Fährt nach da. Ich denke... Wow. Krasse Scheiße, ey. Da hab ich nicht geguckt. Aber ich denke, wir fahren da mal in die Mitte. Also, nicht da, sondern da, nicht? Vielleicht kriegen wir da mal was hin. In dem PZ fährt bei den Gegnern da auch nicht in diese Richtung. Das ist natürlich schon mal ganz schön. Mehr keinen schnellen... Ja, deutlich höherstufigen Gegner als wir selbst haben. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Tja, Kollege. Ohne Kette ist scheiße, nicht? Jetzt hat von hinten. Der ist zu 8. Und cool. Nein! LOL! LOL! Boah, daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht, ey. Stimmt, ja. Oh, ist weiß nicht, dass man jetzt hoch kann, ey. Ma, Stufe 7er TD. Toll. Kommt bestimmt auch durch den Turm durch, ey. Das gibt's nicht. Ich bin zu lahm, den zu surrounden. So eine Scheiße einfach nur. Was ein Kackmatch, ey. Ah, Scheiße. Alter! Wieso kommen die da auch hoch? Das tun die sonst nie. Was ein Dreck. Okay. Das war jetzt irgendwie ein wenig uncool. Naja. Was haben wir denn noch? Ja komm, ich finde wir fahren noch eine Runde IS-8 zum Schluss. Nicht? Der will ja auch müsste noch gepusht werden. 115k knapp. Und ja, gehen wir ein bisschen in Richtung IS-7 noch. Boah, wird hier gerade voll dunkel draußen. Wie ist aber schon wieder anfangen zu regnen? Wäre voll nervig, ey.
So. Ja. Sehr schön. Level 9 der Gefecht. Beim Gegner müssen wir ein bisschen auf den T30 wieder und aufs Objekt natürlich achten. Die machen ja ordentlich Damage, wenn die einen erwischen. Ansonsten, ja. Viel Kram, den man zerstören kann. Wo fahren wir lang? Ja, ich denke, wir fahren einfach mal geradeaus hier weiter, nicht? Das ist ja, denke ich, immer nicht schlecht. Los! Komm her! Scheiße. Mach mal oben den scheiß Aufklepphunter weg, ey. Und da hinten ist auch schon der T30. Kacke, da unten steckt auch irgendwas vor ihm. Schießt uns die Kette runter. Wie schlimm. Sehe ich ihn nicht mehr. Vielleicht hat er sich verkrümelt. Was steht denn da noch so alles? Ich hoffe nicht zu viel. Kann man nämlich mal versuchen. Pass hier durch. Ja, passe ich. Wunderbar. Ernsthaft? Scheiße. Oh, reparier. Kann man nämlich mal versuchen, hier rechts durchzufahren. Okay, steht nur was Kleines. Der ging voll durch ihre Panzerung. Unser Fahrer wurde getötet. Wir können uns kaum bewegen. Okay, jetzt können beide auf mich schießen. Nein! Sieht aber gut aus. Campen Deluxe. Okay, das war kacke. Das ist mal einen sicheren Verwandter. Ja. Vielleicht doch nicht so sicher. Herrgott, das ist ja
Jetzt bin ich ehrlich gesagt auch gerade ein wenig ratlos, wie man mal die Situation hier beheben kann. Warte, kann ich dann an der Seite beim Durchschießen? Nein. Alter, ey. Was ein Scheiß. Und unser Team verliert. Wow. Na, ist auch kacke, dass wir uns hier so lange aufhalten, ey. Was für eine Scheiße. Ja, nee. Scheiß auf Feuerlöscher, ey. Hat eh keinen Zweck mehr. Ja, war schlecht, dass wir jetzt uns so lange dran aufgehalten haben. Hm. Jetzt halt hätte man deutlich sinnvollere Sachen tun können, nicht? Ah, schlecht. Naja. Wir stehen immer noch an dritter Stelle. Ja gut. Dann kann das ja auch nichts werden, nicht? Pech. Kann man nichts machen. Gut. Aber wir haben ja immerhin auf dem Typ 59 ein bisschen Kohle gefarmt. Oh, schade, der ist auch verloren. Pech. Einfach nur Pech wie immer. Und ich sag bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, in die Panzer und Attacke!